Und was glaubst du, wieso hast du das gemacht? Ich meine, die anderen freuen sich doch auch, wenn sie bewundert werden, oder? Ja, eh. Ich meine, nicht, dass sie mich falsch verstehen. Ich habe meine Freunde echt voll gern und eigentlich ist das eh voll super. Naja, es schmeichelt einem halt. Aber irgendwann schauen sie sich was shoppen. Und da habe ich dieses Bandana gefunden. Da war mir klar, jetzt muss ich echt was ändern. Also habe ich mein Projekt gestartet. Kein Vorbild mehr sein kann doch bitte nicht so schwer sein. Okay, war dann doch schwieriger als gedacht. Also Phase 2, meinen Style überdenken. Das war brutal. Also auf zu Phase 3, die größeren Geschütze auffahren. Aber nicht einmal das hat gewirkt. Im Gegenteil. Also bin ich zu Phase 4 übergegangen. Was finden, wo einfach keiner mehr nachkommt. Keine Frage, du bist ein mutiges Mädchen, Luisa. Toll. Aber eine Sache an deiner Geschichte verstehe ich noch nicht ganz. Warum bist du hier? Ist es nicht ein Geschenk, so tolle Freunde zu haben?